Noch hat der Berg nicht gewonnen, der Hügel. Ja, wenn du das hier anfahren kannst. Krass. Geil. Moin Moin hier aus Basinghausen. Wir sind hier im Deister. Das sind unsere Berge hier in Hannover. Und heute machen wir eine schöne Fahrt mit dem Wild und ich bin mit meinem Mountainbike da. Einfach um mal ja, beide Räder dabei zu haben. Und das Wild, das Open Wild, ist ja sozusagen ja, in Richtung Mountainbike gedacht von Open. Das ist ja ein Rad, wo man dann bis zu 2,4 oder sogar, wir haben jetzt sogar 2,6 Zoll breite Mountainbike-Reifen reingequetscht. Und ich selber fahre Mountainbike sogar nur 2,3er. Und wir sind jetzt, ja, wir gucken jetzt mal, wir zeigen euch mal ein paar schöne Ecken hier. Hier nur noch mal ganz kurz, das ist mein Mountainbike, mit dem ich viel, viel gefahren bin. Leider vernachlässige ich es in letzter Zeit ein bisschen, weil ich so viel Open fahre und da momentan zumindest viel, viel mehr Spaß dran habe. Aber egal, ich habe hier eine SRAM XX1, heißt die XX1? Ja, ne? Ja. Eine Eagle. Schaltgruppe, eine manuell geschaltete, also eine mechanisch geschaltete mit dem 1050er Blatt. Und ihr werdet gleich sehen, das sieht ähnlich bei dem Open von Dan genauso aus. Und vorne, was, wie viel Zähne habe ich da? 34. 34 Zähne mit Quark Power Meter als Kurbel. Also so eine typische Mountainbike Cross Country Übersetzung. Und natürlich 29er Reifen, 2,3 Zoll fette Mountainbike Reifen, die ich extra für die Fahrt nochmal sauber gemacht habe. Und ich zeige euch nochmal so die Kleinigkeiten. Fitlock Flaschenhalter kennt ihr magnetisch. Das ist im Gelände super, weil das ja auch sehr, sehr stabil fest hält. Da kann nicht irgendwie eine Flasche rausfallen. Hier vorne die Osmo Action Element Bolt. Und ja, ansonsten... Ein paar Schutzbleche hast du noch dran gemacht. Ein paar Schutzbleche habe ich dran gemacht. Das sind die von Krutt. Und Dan hasst Schutzbleche, aber ich finde das immer ganz gut, keinen nassen Arsch zu bekommen. Du hast auch die viel bessere Kleidung. Die muss geschont werden. Ja. Schönes Outfit, Ingo. Kleine Schleimerei. Ja. Kommen wir zu meinem Setup. Keine Schutzbleche. Es ist nicht mein Setup. Ich fahre das Rad von der Firma Probe. Ich habe mir das noch nicht angeschafft. Aber dieses Rad, das Open Wide, hat hier ein elektronisches Schaltwerk, also auch das XX1-Schaltwerk. Aber ihr seht schon, hier hinten ist ja der kleine Akku drin, deswegen ist es elektronisch. Eine einfache Kassette drauf, weil wir mehrere Laufradsätze für dieses Rad haben, haben wir eine günstige Kassette montiert. 11 bis 50 Zähne. Vorne die Rennradkurbel von Force, nicht die Mountainbike-Kurbel, das ist ein Unterschied zu Ingos Rad. Und hier mit 42 Zähnen. Ingo hat 34, hier 42, ich kann das auch kleiner wählen. Aber du hast jetzt da eine Mountainbike-Kettenblatt drauf. Richtig, das ist das Eagle-Kettenblatt auch, was dafür vorgesehen ist. Also genau, das heißt Eagle-Kettenblatt, Rennradkurbel. Eagle-fähiges Kettenblatt, Eagle-Kette, Eagle-Kassette. Da ist genau die Schnittstelle, ja? Wieso hast du... Hier jetzt 42 Zähne, während ich auf dem Mountainbike ja nur 34 habe. Naja, dieses Rad, wie du es dir ausgelegt hast, ist natürlich, um steile Rampen hochzufahren, aber nicht für absolut Topspeed flach. Also wenn du jetzt deinen Gang nimmst als schnellsten Gang, hättest du dann 34,10 hinten. Und ich habe ja nicht mit 10 angefangen, ich habe mit 11 angefangen. Das heißt, ich hätte 42,11 als schnellsten Gang. Und kann natürlich, wenn ich die Kassette mache, noch schneller unterwegs sein. Das ist das Größte, was hier reingeht. Und dieses Rad ist als schnelles Rad, wenn man flach fährt, auch super. Und ein bisschen überlegen dem, den du hast. Hinzu kommt, dass der Reifenumfang, wenn wir die beiden nebeneinander stellen, bei mir kleiner ist als bei dir. 29er gegen 27,5. Ja, genau. Hier sieht man, dass das 29er ein bisschen höher ist als das 650B Laufrad.
Wir haben hier auch das absolute Maximum rausgequetscht, weil wir das echt testen wollten, bis zum letzten Millimeter, wie viel Reifenbreite geht rein. Das ist jetzt 2,6 Zoll breit, der Reifen. Ja, breiter als eigentlich der Mountainbike-Reifen, den ich hier benutze. Ja. Und ja, breiter als eigentlich auch gedacht, aber es geht noch durch. Try and error. Ein entscheidender Unterschied ist, bei dir, Ingo, hast du jetzt hier einen ganz normalen Mountainbike-Lenker gerade mit den Shiftern für den Daumen hier. Und ich habe hier einen Gravel-Lenker von 3D. Den Namen kann ich so schlecht aussprechen. Super, hier mit Flair, sehr breit, hier oben flach. Und und die Hebel sind natürlich aus dem Rennradsektor. Die Force-Hebel, wo ich rechts und links elektronisch schalte. Also per Funk geht das Signal hinten hier an den Umwerfer. Fitlock hast du auch. Genau, wie man das kennt. Abnehmen, wieder dran machen. Genau, und hier den weißen großen Wahoo. Wer den letzten Podcast gesehen hat, diese Bälle müssen wir uns hin und her spielen. So, der erste kleine Test. Ein kleiner Trail hier links. Mal gucken, ob das Rad das tut, was es soll. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera sieht. Das ist das Deister V. Ich habe das noch nie geschafft zu fahren, weil mir immer die Reifen hinten durchdrehen. Und ich habe es auch mit dem Open Wide geschafft. Bin ganz happy. Und er hat es geschafft mit dem Wide. Und ich musste abklicken hier mit meinem Mountainbike. Ich fahre es nochmal. Okay? Ja, dann muss das jetzt noch fünfmal fahren, damit wir hier verschiedene Kameraeinstellungen haben. Aber ich fahre es auch freiwillig nochmal. Also hier ist das steile Stück mit diesen ganzen Steinen und sonst wie, wo ich immer ein bisschen Schiss kriege und die Traktion verliere. Und ja, dann fährt das hier fleißig immer hoch. Und das hat bestimmt 25% bis 30. Das heißt, man muss mit viel Schwung da oben runterkommen. Dann ist es deswegen auch V. Dann kommt man wirklich runter und dann wieder hier hoch. Freue ich mich. Hey. Das müsst ihr euch angucken, das ist schon eine richtige Anstrengung, das hier durchzufahren. Und Dan muss das jetzt noch 15 Mal machen. Das macht höllisch viel Spaß. Ja. So, die erste Prüfung hat das Wild hinter sich. Und der technisch schwächere Fahrer hat es nicht mal mit dem Mountainbike geschafft, da hochzufahren. Denn eben zweimal mit dem Wild. Wirklich gut. Geile Sache. Juhu! So, Freunde, jetzt wird's ernst. Wir haben hier jetzt eine Steigung im Deister, die viele nicht fahren können, wo man absteigen muss, wo ich auch schon abgestiegen bin.
Die hat so 20 bis maximal 25% an manchen Stellen, aber relativ grobes Geröll auch hinten. Das heißt, man muss richtig Grip haben. Und da ist ja, da bist du ja ein Meister drin, das irgendwie da hochzuschaukeln. Ja, wäre auch schwer. Ich muss auch am meisten da hochstemmen. Ja, Dan versucht das jetzt mit dem White mit 42,50. Bisher haben wir es wirklich nur mit unseren Eagle-Mountainbike-Schaltungen und damals auch mit der Zweifachschaltung XTR geschafft. Und ich bin gespannt. Also es ist keine Schande, wenn man da das dann doch nicht schafft. Ich fahre mal ein Stück vor und nehme das Ganze auf. Also da oben geht's hoch wie eine Wand. Tatsächlich so das Steilste, was man hier im Deister fahren kann, weil es auch nicht nur mal kurz 20-25% sind, aber das sind schon ein paar hundert Meter. Was ganz gut ist, hier unten kann man sich bei 20% schon mal aufwärmen, bevor es dann richtig losgeht in die 25% Rampe, so dass man auch nicht mit kalten Beinen da oben hochfahren muss. Und wie ihr merkt, das ist ja locker zu fahren hier. Gar nicht aus der Puste, es geht. Scheiße. Jetzt kommt die Rampe. Krass, da sind unten schon die ganze Zeit 20, ne? Ja. Aber ich habe auch in die Kamera gesprochen, die läuft ja auch. Dass du noch sprechen kannst. Kann ich noch sprechen? Ab hier habe ich beschlossen, ich muss abnehmen. Das sind hier schon 1-200 Meter. Ich setze mich hier auf die Bank. Krass. Aber die Traktion ist gut, ne? Also hast genug Grip. Ja. Die Übersetzung ist natürlich grenzwertig, aber geht, ne? Ja, einmal von der Linie ab. Wird schwierig. Ach, läuft. Das kenne ich auch. Wenn man hier einmal ausklicken muss, ist es vorbei. Ich bin hier schon völlig am Pusten, um überhaupt zu Fuß hochzukommen. 25%. Dauerhaft 25%. Komm, 50 Meter noch. Noch hat der Berg nicht gewonnen, der Hügel. Ja, wenn du das hier anfahren kannst. Krass. Geil. Ah. Ah, da geht die Anzeige. 28. Ach du Scheiße. Wahnsinn. Achtung, Bremse. Aber da geht es ein bisschen besser noch mit dem Mountainbike, ist ja klar. Aber nur wegen der Übersetzung. Wegen der Übersetzung. Und vom Grip. Die Reifen sind wirklich spitze, verdammte Axt. Und das Vorderrad abheben und so? Nein, nein, das ist nicht das Problem. Okay. Aber in meiner Gewichtsliga, wenn das über 25% geht. In deiner Gewichtsliga schaffen das nicht viele. Ja, das muss man so sagen. Dankeschön, aber es ist vielleicht jetzt... Ruh dich aus, ich hole mein Rad. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüber gibt, aber Hut ab vor Dans Leistung hier hochzufahren. Ich weiß noch, jetzt ist das erste Mal hier mit dem Mountainbike gefahren bin. Und ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal habe ich es wirklich erst geschafft, hier durchgängig hochzufahren. Du verlierst einmal die Traktion hier auf diesem groben Schotter. Du musst wirklich den Weg lesen. Dann noch die Beine haben. Puls geht hoch. Also selbst bei mir als Leichtgewicht ist der Puls hier oft bei 160, 170. Ja, und dann mit 90 Kilo. Krass. Und ihr seht, wie wackelig ich hier schon aufpassen muss beim Runtergehen, dass meine Füße nicht wegrutschen. Hier sieht man das. Alles ganz lose. So, jetzt bin ich dran. Hier unten muss ich schon aufpassen, dass ich den Lenker runterdrücke, damit das Vorderrad nicht abhebt. Als etwas leichterer Fahrer muss ich schon wirklich aufpassen,
dass ich genug Grip hinten habe und gleichzeitig vorne das Rad nicht abhebt. Die Reifen hinten immer kurz vorn durchdrehen. Scheiße. Einmal versteuert. Ich glaube aber nicht, dass ich die Fahrkünste habe, um wieder aufzusteigen. Körperlich und natürlich auch technisch extrem anspruchsvoll. Das heißt, wenn du den Körper hast, aber die Technik nicht, so wie ich, dann landest du ja auch im Graben. Nee, schaffe ich nicht. Na dann, der funktioniert jetzt. Jawohl. Jetzt hast du es. Du hast ja auch noch das ganze Kameragerödel dran. Hut ab vor Dans Leistung. Nee, Hut ab vor Ingo Leistung. Jetzt haben wir aber uns gegenseitig die Bälle zugespielt. Nee, also das mit diesem Aufsteigen da bei 25% kriege ich überhaupt null hin. Keine Chance. Eben, wo die Steine denn so ein bisschen dichter waren, wo ein bisschen mehr Grip war, da habe ich es dann hinbekommen. Ansonsten, ja, man muss sagen, es ist natürlich auch wichtig, dass der Reifen alles mitmacht, ne? So, jetzt fahren wir durch die schöne, wunderbare Heisterburg hier im Deister. Und zwar ist das so eine Art Wall. Und ich glaube, im Mittelalter haben hier die Menschen gelebt. Hier noch so ein Loch. Man sieht es nicht, wenn man es nicht weiß, weil man sieht eigentlich nur Wald. Aber wunderbare Strecken hier im Deister, das muss man schon sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr den Wall da hinten sehen könnt. Jetzt kommen wir hier sozusagen wieder raus aus der Burg. Liebe Kinder, Fernsehturm. Fernsehen ist das, was es früher gab, bevor es hier so Netflix, YouTube und sowas geguckt wurde. Hi, Leute. Hier im Hintergrund seht ihr den Nordmannsturm, auch eine schöne Geschichte, wo man mal mit dem Rad Halt machen kann. Was essen, was trinken, Kaffee trinken, was auch immer. Wir fahren jetzt aber erstmal weiter zum anderen Turm, oder? Ja. So, wir sind jetzt hier im anderen Turm. Ich hoffe, die haben auf. Ich habe ein bisschen Hunger. Eine kleine Brause und vielleicht eine Portion Pommes wäre nicht schlecht. Also es riecht schon mal gut hier. Wird das ja gar nicht mit dem Abnehmen. So, Cola, alkoholfreies Weißbier, normale Pommes, Süßkartoffelpommes. Ideale Sportlerernährung. Wo ist der Fehler im Bild? Wo ist der Fehler in diesem Bild? Krass, 800 Höhenmeter, wir haben noch gar nicht gemacht. Macht das Rad ohne Probleme alles mit. Aber man muss aufpassen.
Juhu! Und die Bremsen tun es eben auch, ja. Das ist das Schöne an der Sache. 160, 160er Scheiben. So, Schnauze voll, ich sattel jetzt um. Ist jedenfalls ein super Ausflugstipp für die Kinder, heißt Wasserräder in Deister. Tausende von Kaulquappen. Ganz zum Schluss die wichtigste Funktion. Und du hast dich da immer rausgepopelt jedes Mal, oder wie? Na nun, einer muss ja das Produktvideo dafür machen. Also, ist wirklich easy anzuziehen jetzt. Na gut. Aber es geht auch ohne, ne? Es geht auch ohne beim Kopf. Komm, wir sprechen mal das Fazit von diesem schönen Tag. So, zurück bei der Freilichtbühne. Hier sind wir heute Morgen auch losgefahren. Ja, weil... Insgesamt eine tolle Fahrt. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke sammeln, einfach auch vom Deister, was wir so mitgeschnitten haben. Wir haben ja viel Quatsch gemacht heute. Genau. Und das Rad, ja, was ist das Open Wide? Ich habe jetzt so ein bisschen für mich drüber nachgedacht, weil ich ja mein Mountainbike jetzt anderthalb Jahre stehen gelassen habe für das andere Open. Und würde aber bestimmte Steigungen hier nicht fahren können mit meinem Open, mit der Übersetzung. Ja, wo wir vorhin da hinten waren. Ne? Das Wide, so wie es hier aufgebaut ist mit der Mountainbike-Schaltung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so für Leute wie mich, die sowieso nicht richtig Mountainbike fahren können, die keine Lust auf ein Mountainbike haben, weil der Lenker breit ist und so weiter, die natürlich das mit dem Rennrad toll finden und trotzdem Mountainbike haben wollen. Ja, also das ist das Mountainbike für Leute, die eigentlich kein Mountainbike haben wollen. Also so schwierig auszudrücken, aber so habe ich es jetzt für mich im Kopf zusammengebastelt. Ja, aber ich habe jetzt breitere Reifen auf diesem Open Wide gehabt, als du auf deinem Specialized S-Work Stumpjumper. Und die Traktion der Reifen ist gut, die Dämpfung der Reifen ist gut. Klar, ich habe keine Federgabel, aber trotzdem haben wir heute Strecken gefahren, die wir vorwiegend mit Hardtail Mountainbike fahren, auch Trails runtergefahren, natürlich keine Airtime, keine Sprünge. Dafür ist das Rad nicht da, aber ich hoffe, wir konnten euch zeigen, das Rad kann das. Ja. Also man muss nicht drauf verzichten, man muss einen Gang langsamer fahren und vorsichtiger fahren. Machen wir ja eigentlich. Ja, und wenn man es technisch drauf hat, du bist ja mehr im Trail gefahren als ich mit meinem Mountainbike jetzt hier. Ja, ne? Aber ich bin ja fernab von bestimmt vielen von euch, die richtige Mountainbike-Tracks sind. Da sind wir ja beide gar nicht zu Hause. Und das ist ganz klar, diese Trails, den wir da gefahren sind mit diesen Bumps und Sprungschanzen und sonst wie, da geht's ohne Fulli nicht. Also das ist klar. Und es steht oben sogar ein Schild, aber wenn du Schutzkleidung, Fullface-Helm. Aber wenn du ein Hardtail fährst, ein Cross-Country-Hardtail und das vielleicht nicht das perfekte Rad für dich ist und du auch nicht an die Grenzen gehst mit dem Rad, kannst du so ein Rad definitiv immer fahren und im gleichen Gelände. Und was noch richtig cool ist, ist, dass ich eben hier auch auf dem Asphalt zum Auto hin hier nochmal eben flach 40 gefahren bin auf dem Asphalt. Ja. Also du hast nicht das Gefühl, du fährst den Panzer, der dich komplett ausbremst. Und auch mal eben so locker flockig mit 30, 35 auf dem Gravelweg. Toll. Ja. Also ja, da komme ich mit dem Mountainbike halt nicht hinterher. Das Mountainbike ist halt schon langsam, was das angeht. Also, insgesamt hat es gut gefallen. Ich konnte es nur kurz fahren, weil ich das falsche Pedalsystem leider mit hatte. Ich fahre ja die Speedplay-Sachen. Und trotzdem die kurze Zeit, also mir hat das gut gefallen.
einfach, weil es, ja, wie das Open halt so ist. Es fährt sich ein bisschen anders als das Upper, habe ich das Gefühl. Man hat am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass das Lenkrad, also es fühlt sich ungewohnt an und dann fährt man 200, 300 Meter und ist sofort zu Hause, ne? Ja, also es ist sicherlich so, dass man sich einmal dran gewöhnen muss, gerade die Mountainbike-Fraktion, für die sich für vielleicht sowas interessiert. Für den Mountainbiker auf das Rad umzusteigen, ist es sicherlich nochmal ganz anders, wie für den Rennradfahrer auf sowas umzusteigen, weil es ja dem Rennrad näher ist als dem Mountainbike. Ja, und am krassesten war natürlich diese 25% Steigung, dass du da auch wieder aufgestiegen bist und alles, dass das überhaupt fahrbar war mit dem Rad und mit der Übersetzung, das war schon echt super. Und das, also, das macht nicht der Rahmen, und wir haben das vorne, macht die Traktion. Wir haben ja vorher noch gesprochen, scheiße, müssen wir das denn rausschneiden, wenn wir es nicht schaffen? Ich habe gesagt, scheißegal, wenn entweder schaffst du es nicht. Wir schneiden es bestimmt nicht raus. Es ist ja auf jeden Fall ein lebensnaher Test. Aber wenn man die Steigung schafft, dann schafft man auch alles in den Alpen. Frei nach dem Motto, blamiere dich täglich, was soll passieren? Absteigen, ja, manchmal. Genau. Ja, was hast du da, die Traktion verloren oder war die Kraft weg? Nee, Traktion, hab mich nicht konzentriert. Also ein kleiner Konzentrationsfehler und ja, dann war es das. Ja, das ist mir auch passiert, nur dass ich nicht wieder aufsteigen konnte. Ja, alles klar. Du musst ein bisschen schräg fahren, ja, in der Rampe, so, aber das ist nicht das Thema. Alles klar, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Daumen, guckt euch die Outtakes an, die sind bestimmt auch lustig, was ich so, inklusive genug. Drohne, die in so einem Seil gelandet ist, so ein Mist, aber ich glaube, sie jetzt überlebt, ein Propeller ist nur irgendwie kaputt. Immer viel Freude mit uns. Ja, genau. Alles klar, abonniert auch den Kanal, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Viele tolle Videos bei uns und bis bald. Tschüss. Das. Oh nee, wir haben immer so ein Glück. Ja. Aber LKW, ja, aber der wird jetzt ja beim Pedalflow war auch schon so ein Trecker. Ja. Er hätte uns mal mit nach oben ziehen können. Das ist ja schon ein Running Gag, wir haben immer so ein Glück. Ja, die Müllwagen da. Müllwagen, Trecker, LKWs, wir sind ja, schon extra. Aber hier, wo man es gar nicht erwartet, ne? Ingo, ready, clap, go. Jetzt. Das wäre auch wieder schief gegangen. Ich habe das Problem, dass meine Hose nicht so gut sitzt. Ja, warte, ich muss das filmen. Das ist echt Film. Das sieht sehr... Ich fahre das im Leben hier nicht mehr. Also ich kann das fahren, aber ich habe Schiss. Das ist auch in Ordnung. So, wenn du irgendeinen Nachbarn nicht magst, ne, dann fischst du hier mal so richtig 300 Frösche ab und dann schmeißt du die in seinen Gartenteich. Ne? Irgendein Typ, Mann, der hat ja 300 Frösche, der schläft nie wieder. Problem ist, es ist dein Nachbar. Ja. Du schläfst dann selber auch nicht mehr. Problem ist es, genau. Habe ich alles auf Kamera hier drauf, den Trick. Nein, hast du nicht. Doch. Ach Quatsch. Ja. Ach du Scheiße. Es ist ja echt scheiße, dein Nachbar ist, es stimmt. Wie blöd von denen. Ich glaube, es ist tatsächlich zwischen... Dass Ingo der Fauxpas passiert, das Handy klingelt.